Ja, herzlich willkommen zum heutigen Workshop, wo es um die Gesundheit geht. Und zum Beginn möchte ich euch wirklich einladen, mal gut eine Hand aufs Herz zu legen und eine auf euren Bauch. Und auch ruhig schon die Augen schließen, wenn das für euch angenehm ist. Falls nicht, einfach einen Punkt vor euch fixieren, gar nicht den Bildschirm oder mich, sondern einen weiten Blick, wo ihr euch sicher fühlt und auch eure Augen ruhen können. Aber im besten Fall ist es natürlich einfacher, Zoom in die Innenschau zu gehen, wirklich die eigenen Augen auch zu schließen. Und nun, versuche auch zu spüren deine Auflage, die du hast, ob auf deinem Stuhl oder auch deine Füße auf dem Boden. Und spüre einfach einen Moment in deiner Auflage und erlaube dir einfach mal anzukommen. Egal, wie es dir gerade geht im Körper. Einfach deinen Körper im Hier und Jetzt auf deinem Sesselstuhl anzukommen. In der Schwerkraft der Erde abzugeben. Und spür einen Moment, wie die Erde dich trägt. Du brauchst nichts machen. Die Erde trägt dich. Du darfst dein ganzes Körpergewicht der Erde abgeben. Und falls du diesen Halt gar nicht spürst, kannst du deine Hände auch auf deine Auflage wirklich ablegen, damit du diesen Halt ganz gut spürst von der Erde. Und erst wenn du diesen Halt von der Erde spürst, gehst du wieder zurück mit deinen Händen auf den Bauch und auf dein Herz. Und dann mach es dir ganz schön leicht und erlaube dir, dein schönstes Herzenslächeln zu schenken. Egal, wo es gerade noch zwickt und zwackt, du schenkst dir gerade in diesen schwierigen Herausforderungen, die du immer wieder zu meistern hast, dein schönstes Lächeln. Und vielleicht hilft dir dabei auch ein Bild von einem Kind, das dich ganz natürlich zum Lächeln bringt. Oder aber ein lieber Mensch, ein Tier, dass du ganz natürlich und leicht zum Lächeln kommst. Und dann nimm wahr, wie es ist, einfach sein zu dürfen. Gerade so, wie es dir jetzt geht. Und nun lade ich dich ein, ruhig auch mit geschlossenen Augen, deine beiden Hände zueinander zu nehmen und aneinander zu reiben. Einfach schön aneinander reiben, dass sie schön warm werden. Und dann siehst du, wenn du die Energie spürst, langsam die Hände auseinander und machst ganz eine große Kugel. Und diese große Kugel hat jetzt ganz viel Heilenergie für dich und dein System. Und du schenkst dir in diesem Moment ganz viel Heilenergie, lässt es durch dich fließen, wie eine warme, angenehme Dusche. Und Kopf
Schultern, Nacken, Rücken, Brust, Bauch, Becken, Beine, den Füßen und Händen, alles entspannt. Und falls notwendig, entspannst du auch deine Hände und legst sie sanft auch ab. Und du merkst aber diese angenehme Heilenergie, die durch dich strömt, wie eine Dusche über dich fließen. Und ich schicke auch energetisch die Energie zu dir, also vertrau vollkommen, was jetzt möglich ist. Erlaube es dir einfach, diese Heilenergie jetzt zu empfangen, genau dort, wo du es gerade am nötigsten hast. Und falls du im Körper auch irgendwo noch so Spannungen spürst, fokussiere dich nicht auf die Spannung, sondern spür hinein, da wo es schon entspannt ist. Und lass da die Energie weiter werden. Und falls du möchtest, noch mehr Verbindung zu dir brauchst, leg deine Hand auch auf deinen Bauch oder auf dein Herz, dass du wirklich gut bei dir sein kannst, bei dir bleiben kannst. Ich bin einen Moment aufstehen und du spürst einfach immer noch diese Energie, wodurch dich fließen darf. Diese Heilenergie. Alle anderen Gedanken sind gerade unwichtig. Lässt du los, lässt du gehen. Alles, was du brauchst, wird zu dir fließen. Vertraue vollkommen. Und lächle dir zu. Du bist wunderbar und darfst dir und deiner Selbstheilung vertrauen. Und falls du auch Kontakt schon hast mit deinen Engeln, darfst du jetzt auch lauschen, was deine Engel dir heute mitgeben möchten auf deinem Weg, damit genau in dem Bereich, wo es für dich noch herausfordernd ist, mehr Entspannung und mehr Ruhe eintreten kann. Und so lausche in Stille. Für dich einen Moment und ich werde auch was Übergeordnetes für uns alle auch in Stille herausspüren. Vertraue dir vollkommen. Und nun spüre nochmals diese Botschaft, diesen Satz, dieses Wort.
oder ein Symbol oder ein Engel dir vielleicht zugeflüstert hat. Und dann überprüfe dies mit deinem System, wenn du entspannt atmen kannst. Kannst deine Hand auch nochmals auf deinen Bauch legen. Auch wenn es nur ein Wort ist wie Vertraue, Liebe, erlaub dir friedlich mit dir zu sein. Spür deine Essenz, die du gespürt hast und ob dein Bauch entspannt bleiben kann. Und dann leg deine Hand auf dein Herz und spüre, ob auch dein Herz schön weit bleiben kann, es entspannt sich anfühlt, ruhig und weit. Bei dieser Qualität, wo dir deine Engel zugeflüstert haben, und sonst nimmst du einfach diese Qualitäten, die ich dir vorher schon angeboten habe, weil die habe ich vor allem jetzt auch gespürt. Die heilsame Kraft der Liebe, des Vertrauens und Friedens. Und nun, wenn du möchtest, manchmal hilft es auch, die Hand aufzulegen. Wir haben nämlich auch auf unserer Stirn so ganz gute Punkte, wo wir unsere Hand auf unsere Körper legen, eben auch gerade auf der Stirn. Dann darf hier mehr Ruhe und Entspannung einkehren und spür auch, ob dieses Wort, dieses Symbol, dieser Satz, der dir dein Engel zugeflüstert hat, auch klar ist für dich. Und wenn das klar ist, auch sinnvoll sich anfühlt, stimmig sich anfühlt, dann darfst du dem einfach vertrauen. Und wenn nicht, dann weißt du einfach, dein System ist gerade zu aufgeregt und spürt das deswegen noch nicht. Und dann nimmst du einfach zum Beispiel eben einfach ganz einfach ein Wort aus deiner Intuition, ob jetzt die Liebe, das Vertrauen oder alles, den Frieden heute. Und jetzt gehen wir nämlich zum nächsten Schritt, nämlich, wenn du diese Qualitäten in dein System einlädst, in deinem Tag einlädst, trotz Herausforderungen, die du gesundheitlich noch zu meistern hast, spür mal einen Moment im ganzen Herzen, am besten mit beiden Händen auf dein Herz, wie das wäre. Und erlaube dir wirklich, du hast es vollkommen verdient, das Allerbeste zu haben. Und akzeptiere es auch. Du darfst wirklich das Allerbeste haben und es jetzt vollkommen annehmen. Sag es nochmals, du verdienst wirklich das Allerbeste und akzeptiere das jetzt. Und nun gehen wir noch einen Schritt tiefer und du bleibst schön bei dir und deinem Herzen. Ich habe nämlich mich inspirieren lassen von einer Karte, die ich heute für mich gezogen habe. Und ich lese da nochmals kurz Kraft dahinter. Du bist genau so, wie du heute bist, emotional, mental ausgerüstet mit dem Werkzeug einer erfülltes Leben
voller Liebe und Fülle zu haben. Es ist dein Geburtsrecht. Du hast alles Gute verdient. Und erlaube dir jetzt und sage es ruhig jetzt innerlich oder laut, du hast ja stumm, für dich, ich erlaube mir alles Gute in meinem Leben. Alle Gesundheit, die höchstmögliche Gesundheit, gerade möglich ist. Fortschreiten ist immer in Veränderung, ist im Prozess, sobald ich mich öffne. Und spür nach, wie diese Süße dein Herz erwärmt. Wir dürfen unser Leben so bunt und schön machen. Dieses Hinfühlen hilft, diese heilsame Energie in unser System zu bringen. Deswegen ist es so gut, wenn ich auch höre, wie ich jetzt gehört habe, dass ihr das spürt, weil erst wenn wir das auch fühlen, kann es heilsam wirken. Und so erlaube dich noch mehr in diese Liebe, in diesem wunderbaren Feld, wo wir jetzt gemeinsam kreiert haben, einfach aufzutanken. Wir alle sind gerade in diesem Feld, öffnen das Feld für Liebe, für Heilung und Frieden. Und während wir das für uns tun, tun wir es gleichzeitig auch für die anderen. Und für alle, die gerade in der Welt das so nötig haben. Also erlaube es wirklich noch mehr bei dir anzukommen. Es passiert automatisch, indem du bei dir bist. Vollkommen. Und atme tief durch. Alle anderen Gedanken sind gerade noch unwichtig. Lässt du noch los, lässt du gehen. Darfst noch einen Moment in dieser Kraft spüren. Und fühle nochmals, wie es ist, in diesem Heilkreis zu sein. In diesem Feld der Liebe, in diesem Feld der Selbstheilung, wie dein System sich eingeladen fühlt, zu entspannen. Und jederzeit, wenn du das wieder warst, darfst du dann dich erinnern. Anknüpfen an dieses Gefühl. Und vielleicht liegen deine Hände jetzt genau am richtigen Ort noch auf deinem Herz. Und vielleicht merkst du aber, du möchtest einen anderen Anker setzen, damit, wenn du dann wieder diese Heilkraft in dir aktivieren möchtest, dich erinnern wirst. Und jetzt darfst du einfach eine kleine Geste für dich abmachen, die dir hilft, dass du einfach wieder in dieses Feld kommen kannst, einfach zu sein, dir Heilenergiedusche zu machen und diese Energie durch dich fließen zu lassen, zu entspannen und empfangen. Und wenn du möchtest, machst du diese Geste und sie wird dir helfen im Alltag, dass du dich erinnern wirst und da so die göttliche Heilkraft durch dich fließen kann, denn wir sind mit dem Kosmos verbunden. Und wenn du natürlich auch genügend Energie und Kraft hast, kannst du dann
intuitiv auch yogische Bewegungen machen, aber es reicht auch vollkommen. Gerade wenn man manchmal gesundheitlich geschwächt ist, ist es wichtig, erstmals einfach totale Ruhe zuerst ins System zu bringen und einfach diese magische, göttliche Heilkraft fließen zu lassen. Und auch wenn ich dich jetzt dann langsam einladen werde, wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, aus der Zeit. Und diese gute Energie darfst du auch mitnehmen, dass du mir dann auch ein kurzes Feedback geben kannst, schriftlich im Chat, aber nimm dir Zeit, in aller Ruhe, sich aufstrecken, recken, Augen öffnen, in deinem eigenen Tempo. Und die Übung jederzeit wieder machen, so oft sie gut tut. Viel Spaß dabei.